Herzlich willkommen zu Menschen in München. Heute sind wir bei dem Marathonläufer Fred Kogel. Fred Kogel ist auch Vorstandsvorsitzender von Constantin Film und arbeitet seit 25 Jahren im Mediengeschäft. Was er in dem letzten Vierteljahrhundert in diesem Mediengeschäft erlebt hat, darüber wollen wir uns jetzt mit ihm unterhalten. Fred, wir sind hier bei Constantin Film. Du bist Vorstandsvorsitzender von Constantin Film. Ja. Und mich als ganz normalen Konsumenten bewegt schon immer die Frage, warum schaffen es Amerikaner, Geschichten zu erzählen, die die Welt interessiert? Und jetzt nicht nur die Deutschen, sondern überwiegend alle Europäer schaffen es nicht, mit ihren Geschichten, mit ihren Filmen die Welt zu begeistern. Hast du dafür eine Erklärung? Ach, da gibt es natürlich eine ganze Menge von Gründen, wobei deine Fragestellung nicht ganz richtig ist. Also es gibt immer wieder deutsche Filme natürlich oder auch europäische Filme, die auch die Welt begeistern. Der Grund, warum letztendlich das nicht in der Masse ist, wie es umgekehrt funktioniert, also wie es die Amerikaner schaffen, immerhin sind ja noch knapp 80% des deutschen Kinoumsatzes ist ja amerikanischer Film, liegt einfach daran, dass die amerikanischen Budgets wesentlich größer sind und die Filme natürlich wesentlich aufwendiger produziert werden können und mit Hollywood-Stars besetzt sind, dass wir in Deutschland einfach nicht leisten können. Die Budgets hier sind beschränkt. Ja. Ich sag mal, Der Untergang war eine der teuersten deutschen Produktionen, die Constantin produziert hat, jemals. Gleich hinter dem Boot, auch damals von der Constantin ja produziert, mit knapp 14 Millionen Euro. Wenn man das dann im Vergleich setzt mit großen internationalen Produktionen, die wir ja auch machen, zum Beispiel Parfum mit 50 Millionen Euro, dann ist das natürlich, redet man da von anderen Voraussetzungen. Der amerikanische Markt ist wesentlich größer, das heißt, grundsätzlich sind die Budgets dort aufwendiger und die Geschichten können anders erzählt werden. Nichtsdestotrotz, die Qualität des deutschen Films und des europäischen Films ist mittlerweile über die letzten Jahre natürlich sehr, sehr stark angewachsen, auch traditionell immer schon gut gewesen. Es gibt einen ganz normalen Grund, das ist auch die Sprachbarriere, wenn man hier in Deutsch auf Deutsch dreht, wird man nur bedingt eben international erfolgreich sein können. Der Untergang hat jetzt zum Beispiel über 60 Millionen international an den Kinokassen Dollar eingespielt und das in einer rein untertitelten Version. Der Film wurde ja nicht synchronisiert. Die Amerikaner sind es nicht gewohnt, synchronisierte Programme anzusehen. Ja? Das sind alles viele Gründe, warum das sozusagen in der umgekehrten Richtung nicht so gut funktioniert, wie wenn Amerika hineinproduziert. Rein vom Storytelling, vom Geschichten erzählen, entdecke ich da keinen großen Unterschied mehr. Da halte ich sogar den europäischen Film manchmal für attraktiver als den amerikanischen. Was ja, du hast schon angesprochen, dass die deutschen Filme, die in Amerika erfolgreich sind, das war ja auch Das Boot, das wurde in Amerika ja auch untertitelt und witzigerweise war das auch ein sensationeller Erfolg. Völlig richtig, dass natürlich deutsche Filme immer mal wieder international auch Erfolg haben. Glaubst du, dass es überwiegend Filme sein müssen, die im Dritten Reich irgendwo gespielt haben, um die Amerikaner zu faszinieren? Nein, müssen nicht. Also nur um zwei andere Beispiele zu nennen. Sehr erfolgreich war Lola Rent in den USA. Sehr erfolgreich war auch von Constantin natürlich nirgendwo in Afrika. Hier steht gerade die DVD, Weil ich sehe, hat er auch einen Oscar gewonnen und lief auch an der Kinokasse relativ erfolgreich in den USA. Natürlich auch die internationalen Produktionen der Constantin, die wir nicht auf Deutsch drehen. Also zum Beispiel Resident Evil, was ja in Amerika ein Monstererfolg ist, auch hier eine der DVDs. Die ersten beiden Filme haben über 250 Millionen Dollar allein eingespielt, weltweit an Box Office. Aber da merkt man eben schon die Sprachbarriere. Das heißt, das sind kommerziell international auf Englisch gedrehte Stoffe, die dann natürlich eine andere Möglichkeit haben. Siehst du, jetzt zerlegen wir hier schon den Schrank. Aber ja, das ist, weil er noch nie aufgemacht wurde. Du siehst, wie gut wir unsere Schätze hüten. Ja. Ich mache das jetzt mal so, dass du dir nicht wehtust und dann gehen wir nicht an diesen Schrank. Da sind eh die Raritäten drin. Gute, gute Filme drin. Der bewegte Mann war der absolute Das war ja in den Frühjahren der Constantin und war ein sehr, sehr erfolgreicher deutscher Film mit 6 Millionen Zuschauern. Sag mal, dieser Humor von Der Schuh des Manitus, das ist ja auch ein sensationeller Erfolg. Ich möchte an dieser Stelle hervorheben, dass Bully Herbig bei München im Lokalfernsehen wahrscheinlich auch angefangen hat mit seinen
Cops, die er da bei uns als Spots gedreht hat. Da sind wir sehr stolz drauf. Glaubst du, dass diese Art von Humor aus Deutschland heraus auch zu transportieren ist? Ist es nicht. Humor, das ist eine Grundsatzregel im deutschen Film oder im deutschen Fernsehen, Humor reißt schlecht. Ja? Das ist grundsätzlich so aus Deutschland heraus. Da gibt es im Fernsehen viele Beispiele. Der Bulle von Tölz ist jenseits von Wien nicht mehr anzugucken, liegt natürlich auch an der Sprachbarriere. Es gab eine Kinovorführung des Schuh des Manitus in Amerika, weil natürlich sich die Amerikaner unbedingt den Film ansehen wollten, den Bulli sozusagen das German Wunderkind an der Kinokasse gemacht hat. Die fanden den alle witzig. Den fehlt aber natürlich auch dann das letztendliche Verständnis schon allein der Sprache heraus. Also Humor ist eine sprachlich begrenzte Situation. Den Film kann man auch schlecht synchronisieren mit seinen Gags und der speziellen Art, die Bully hat. Also Humor reißt schlecht. Das kann man am besten so umschreiben. Das andere, was jetzt auch für mich sehr, sehr spannend wird, ist die Umsetzung des Buches Das Parfum. Ja. Weil, also ich glaube, jeder, der es gelesen hat, und es haben verdammt viele gelesen, weil es ein super Bestseller war, wissen, wie dieses Buch eben wirklich auch von dem Duft lebt. Da sind natürlich jetzt alle sehr gespannt, wie wird Konstantin das umsetzen, damit man das auch im Film spürt. Mhm. Also das Parfum ist natürlich eine Produktion, die uns alle hier bei der Konstantin massiv bewegt. Bernd Eichinger über 10 Jahre, mich über 6 Jahre meines Lebens und da oft Tag und Nacht. Und wir warten jetzt natürlich alle sehr gespannt, dass dann der Film im September diesen Jahres am 14. oder 15. September anlaufen wird. Es ist einer der teuersten Filme, die Konstantin je produziert hat, mit 50 Millionen Euro circa Budget. Dustin Hoffmann in der Hauptrolle. Mit Dustin Hoffmann, mit Alan Rickman, der ja auch bekannt ist aus Harry Potter oder Die Hard. Also eine sehr große internationale Besetzung. Ich glaube, es ist uns sehr gut gelungen, die von dir angedeutete Geruchssituation im Film rüberzubringen. Das ist zum Teil musikalisch gelöst, zum Teil mit anderen Mitteln. Es ist sicherlich einer der schwierigeren Stoffe zu verfilmen, eben genau aus den genannten Gründen. Aber ich denke, es ist uns gut gelungen. Ich kenne mittlerweile natürlich den Film in seiner Grundversion jetzt. Wir sind gerade dabei, den Film fertigzustellen und eben dann im September ins Kino zu bringen. Kennst du die Sorge, dass du ein super Buch gelesen hast und dann es dir durch den Film nicht zerstören möchtest? Es gibt Filme, die unterstreichen das, was man gelesen hat, ungeheuer positiv. Mhm. Und man sagt, es war genauso, auch wie ich mir das vorgestellt habe. Und da wurden auch nochmal andere Dimensionen mir irgendwie gezeigt. Bei diesem Film hätte ich so ein bisschen Angst, dass gerade dieses Phänomen des Duftes, weil es geht ja um einen, der Parfum herstellt, dass das da verloren geht. Könnt ihr da garantieren, dass ihr da eine super Lösung habt? Also es ist, garantieren kann man nichts. Ich kann nur sagen, letztendlich gibt es ja 2 Wege, sich an ein Buch ranzuwagen, wenn man das verfilmt. Entweder man bleibt absolut werksgetreu. Ja. Das ist manchmal gar nicht die beste Lösung, weil einfach der Film andere Möglichkeiten bietet oder andere Möglichkeiten hat als ein Buch. Und man muss insofern immer das Beste auch für den Film tun. Ja. Ich glaube, wir sind relativ nah am Buch geblieben, was das Parfum betrifft, ohne jetzt zu viel zu verraten. Und ich aus meiner Warte, und ich kenne das Buch auch mittlerweile in- und auswendig, den Roman, das Drehbuch und den Film, ich glaube, es wird keiner, der das Parfum als Roman geliebt hat, vom Film enttäuscht werden. Und wir sind natürlich alle gespannt, den Film zu zeigen. Das Buch haben über 4 Millionen Menschen hier in Deutschland allein gelesen, weltweit über 13 Millionen, glaube ich, mittlerweile. Das heißt, es wird ein spannendes Erlebnis werden. Wie seid ihr darauf gekommen, den Dustin Hoffmann als Hauptdarsteller zu nehmen? Ist es eine Entscheidung von Eichinger gewesen? Nun, es ist Dustin Hoffmann ist ja nicht der eigentliche Hauptdarsteller. Grenouille, die Titelfigur, die Hauptrolle, die Figur des Mörders sozusagen, des Parfümiers spielt, ist ja mit einem Newcomer besetzt. Der muss auch sehr jung sein. Dustin Hoffmann spielt Baldini, also den Parfümeur, der ihm alles beibringt. Und wenn man darüber nachdenkt, wenn man sich die Figur vorstellt, wenn man das Buch liest, da kamen für uns eigentlich nur wenige Namen in Betracht, auch großer internationaler Statur von Al Pacino bis Dustin Hoffmann, und unser Favorite war eben Dustin Hoffmann, und der hat Gott sei Dank dann auch mitgespielt. Nochmal die allgemeine Kinosituation in Deutschland.
Es wird ja immer davon geredet, dass es das große Kinosterben gibt, dass es im Grunde genommen sehr viel weniger Kinos geben müsste, damit der Kinofilm in Deutschland weiter erfolgreich bleiben kann für die, die es dann noch betreiben. Ist das ungefähr der Trend oder wo geht er hin, deiner Meinung nach? Das ist natürlich sehr schlagwortartig. Man muss es letztendlich auch so ausdrücken. Insgesamt ist es natürlich differenzierter. Die Situation ist nicht eigentlich, dass es so viele Kinos gibt, sondern dass es so viele Leinwände gibt, was sehr stark mit den Multiplex-Kinos zu tun hat. Es gibt einfach einige Städte, in denen ein Multiplex zu viel steht. In Multiplex-Kinos sind es oft 10 bis 15 Kinos, ja, und Leinwände damit. Und das tut dann eben den einzelnen Standorten nicht gut. Deutschland hat insgesamt von der Anzahl der Leinwände her mittlerweile 4.800 Leinwände. Ich halte das als Gesamtanzahl für zu viel. Vor allem auch die Menge der Filme, die wir haben, ist zu viel. Wir starten in Deutschland im Jahr über 400 Filme. Wenn man das dann mal runterbricht, sind das pro Monat weit über 40 Filme, pro Woche weit über 10. Wenn man dann noch bestimmte Wochen im Jahr abzieht, wie jetzt zum Beispiel in diesem Jahr die Fußball-WM, wo über 4 Wochen praktisch gar nichts geht und kein Film gestartet wird, dann ballt sich diese Filmstart so stark, dass es nur noch sehr schwer ist, einen Film neu bekannt zu machen und an den Kinogänger, den Konsumenten zu bringen. Das Thema Kino, Film ist für dich, wenn man sich deine ganze Medienkarriere anguckt, ja eigentlich etwas Neueres. Du bist ja auch ein absoluter Experte, wenn es zum Thema Fernsehen kommt. Und darüber würde ich mich jetzt gerne mit dir unterhalten. Okay, danke. Ja, jetzt sind wir hier bei euch im Kino und wollen uns über Fernsehen unterhalten. Okay. Weil du hast ja lange... Wo fangen wir eigentlich an? Ich würde ganz gerne mal bei Sat.1 anfangen, weil da ein ganz großer Name mit dir verbunden wird, zu Recht, wie ich meine. Denn Harald Schmidt hat eigentlich nicht angefangen bei Sat.1, aber er hat damals angefangen, seine Late-Night-Reputation aufzubauen. Mhm. Wie bist du damals darauf gekommen, Harald Schmidt das machen zu lassen? Also meine Station vor Sat.1 war ja das ZDF, und bei dem ich 3 Jahre Unterhaltungschef war und vorab auch Wetten, dass produziert hatte für das ZDF. Und mein Ziel war, als großer US-Late-Night-Fan, also von Letterman in der damaligen Zeit im Speziellen und Johnny Carson noch, einfach in Deutschland eine Late-Night zu etablieren. Und ich wollte das eigentlich schon gerne beim ZDF machen. Da war es allerdings aussichtslos, eine durchgängige Spätabendschiene zu bekommen. Dann tat sich eben die Chance auf, dass ich zu Sat.1 als Programmgeschäftsführer wechseln konnte. Und ich hatte dann mir über viele Jahre natürlich schon überlegt, wenn es mal dazu käme, immer vorausgesetzt, wer könnte das dann in Deutschland machen. Und ich war Harald Schmidt-Fan aus ARD-Zeiten, vor allem von Matz ab schon, als er da nur diese Sendung Matz ab beim SFB moderiert hatte, und später natürlich Schmidteinander, was ja schon gewisse Late-Night-Elemente mit Feuerstein inkludiert hatte. Und dann war es relativ einfach, kurz bevor ich dann bei Sat.1 anfing, habe ich mich mit ihm getroffen. Er war damals gerade in einer nicht so guten Phase mit Verstehen Sie Spaß, und dann habe ich ihm gesagt, dass ich gerne mit ihm Late-Night machen würde, und dann haben wir uns die Hände darauf gegeben, weil er es auch gerne natürlich machen wollte, aus der damaligen Position auch heraus, da er auch Late-Night-Fan war. Und dieser Handshake hat über viele Jahre gehalten. Ja. Die Sitze sehen so gut aus, können wir uns mal da reinsetzen. Ja. Man muss aber auch sagen, dass du erstmal dafür wahnsinnig viel Prügel auch gekriegt hast, um es mal salopp auszudrücken. Denn Harald Schmidt war ja eine Sache, die von Anfang an gar nicht unbedingt gleich funktioniert hat. Nein, das vergessen heute ja die meisten, die sagen, er hat es etabliert und es ist heute ein großer Erfolg, was es ja ist. Wir hatten im Dezember 1995 angefangen mit der Sendung, ich weiß es noch, so um Nikolaus herum, und haben sicherlich 2 Jahre gebraucht und haben sehr, sehr viel böse Presse und Prügel eingesteckt. Auch damals noch bei Sat.1, auch im Gesellschafterkreis, hat es lange gedauert letztendlich, bis Harald Schmidt etabliert und durch war. Letztendlich war es erst im 3. Jahr der Sendung, dass man in ruhigere Fahrwasser geriet. Ja. Die Leute fragen sich immer, war Harald Schmidt eigentlich
ein reines Marketing-Tool? War es in der Hinsicht wichtig für Sat.1 oder hat er wirklich irgendwann auch mal seinen Preis bei Sat.1 eingespielt? Das ging relativ schnell. Ich meine, das hat viel damit zu tun, dass Helmut Thoma von der ersten Sekunde an überall verbreitet hat, dass Harald Schmidt kein Geld verdient. Das haben dann Zeitungen über Jahre hinweg abgeschrieben, ohne letztendlich zu recherchieren, ohne dass sie es uns geglaubt haben. Letztendlich hat Harald Schmidt ab dem zweiten Jahr schon angefangen, Geld zu verdienen. Damals bei Sat.1, das ist ja viele Jahre her, sodass Harald Schmidt bis zum Ende ein sehr profitables Unternehmen für den Sender war, weil er eben in einer sehr speziellen Zielgruppe, je später der Abend wird, umso jünger werden die Zuschauer. Es ist einfach so, weil eben die Jüngeren länger aufbleiben. So einfach sind die Regeln des Fernsehens und vor allem, sie werden immer männlicher, je später der Abend wird. Und in dieser jungen männlichen Zielgruppe der damals bis 30, 35-Jährigen, die ist von der Werbung sehr gesucht und die hat sehr gut und gerne bei Harald Schmidt eingebucht. Und deswegen war er auch sehr früh profitabel. Ich glaube, viele Zuschauer wissen gar nicht, wie wichtig es ist, dass man auf der einen Seite einen Protagonisten hat, einen Moderator, der dann aber auch im Sender verwurzelt jemand haben muss, der hundertprozentig zu ihm steht. Und jeder, der das Fernsehgeschäft kennt, der muss wissen, wenn das nicht da gewesen wäre, dann wäre Harald Schmidt heute, bin ich fest davon überzeugt, nicht da, wo er heute ist, wenn du damals nicht bereit gewesen wärst, so viel Prügel zu kassieren. Ja, na, das ist, also es ist immer schwierig, natürlich sich selbst dann da in irgendeiner Form einzuschätzen. Aber es war sicherlich eine schwierige Phase. Es gehören zwei dazu. Es gehört natürlich derjenige dazu, der dem Druck standhält. Wir hatten ja auch viele, viele Situationen zu meistern, die gar nichts direkt mit öffentlichem Druck aus der Kritik der Sendung erwuchs, sondern es gab, als Harald angefangen hat, zum Beispiel Werbespots zu karikieren, ja, mit Rimowa-Koffern oder Rügenwalder Hundewurst und lauter so Zeug. Also einfach Gags zu machen, die heute etabliert sind, was heute jeder hergelaufene Dorfkomedian macht. Ja. Das war damals Neuland. Oder ich kann mich noch erinnern, Harald Schmidt über Jürgen Klinsmann lustig gemacht hat, in einer Frühzeit, ja, der Late Night, gab es Riesendruck vom DFB. Ja. Also ich kann nur sagen, das sind alles so, das waren damals die Uranfänge vom Comedy-Trend, ja, wo es halt auch zum ersten Mal so erspürt wurde. Und da hat Harald Schmidt Neuland gemacht. Und sowas hält man nur durch, wenn beide stehen. Also auch, es ist eigentlich, ich kenne sehr viele Moderatoren sehr gut, habe mit sehr vielen sehr eng zusammengearbeitet. Ich wüsste keinen, der diesem Druck hätte standhalten können. Also es gibt sicherlich Moderatoren, beziehungsweise die meisten, die hätten vorher aufgesteckt. Also mal so zwei Jahre durchhalten, jeden Abend rausgehen, jeden Abend zu tun, als sei nichts und man geht immer motiviert ans Werk. Das ist auch eine enorme Kraftanstrengung. Und ja, aus dieser Zeit, da weiß man dann einfach, dass man sich auf den anderen verlassen kann. Genau, also es ist, du redest natürlich von dem Moderator, aber es kann auch ruhig mal einer sagen, dass auf der anderen Seite der Sender verantwortlich das auch halt auch aushalten muss. Denn meine weitere Frage wäre, es ist ja dann auf dem gleichen Sendeplatz Anke Engelke gekommen. Richtig, ja. Und da war nun die Diskussion, die Frau ist ja auch gut. Das ist ja wahrscheinlich so mit eine der besten weiblichen Comedians, die wir haben. Warum hat sie es nicht auf dem gleichen Sendeplatz zu einer ähnlichen Popularität geschafft? Das ist ein etwas anderer Fall. Also ich sag mal so, ohne da jetzt im Nachhinein sagen immer alle, da ist man immer schlauer. Nichtsdestotrotz gibt es in der Late Night einige Gesetzmäßigkeiten und man kann einfach grundsätzlich sagen, ein Großteil von Fernseherfolg, ja, ist einfach Erfahrung. Ja? Du machst viele Fehler, ja? Die machst du dann einmal, im besten Fall machst du sie nicht ein zweites Mal und dann weiß man einfach, wie bestimmte Dinge funktionieren. Deswegen werden auch im Fernsehen immer wieder manchmal die gleichen Fehler gemacht. Dann sind wieder neue Leute da, die probieren es aus und tappen wieder in die gleiche Falle. Also, und es gibt einfach einige generelle Late-Night-Gesetzmäßigkeiten. Es gibt zum Beispiel auf der ganzen Welt kaum eine Late-Night, die mit Frauen funktioniert. Das ist jetzt, vielleicht klingt das macho-mäßig, ist aber gar nicht so gemeint. Es ist so, dass je später der Abend wird, es anscheinend, wenn es nicht um Nachrichten
animierten Sendungen geht. Da ist es nun andersrum gerade. Mhm. Gerade im Bereich der Unterhaltung, das typische Late-Night-Format ist eigentlich ein Männerformat. Ja? Mhm. In Amerika hat es noch nie eine Late-Night-Moderatorin gegeben und da kommt die Late-Night-Show ja her. Der zweite Punkt ist, dass Anke Engelke und das darf Joan man Joan Rivers hat es versucht, Johnny Carson und hat dann aber auch keinen Erfolg gehabt. Ich glaube aber nur in Urlaubsvertretung oder so. Ich weiß es nicht, ob sie jemals wirklich das lange Zeit durchgestanden hat. Nee, hat sie nicht. Der zweite Punkt ist natürlich, und das muss man auch so sehen, wenn man Anke Engelke kennt, Anke Engelke ist eine der begnadetsten Comedians, die wir in Deutschland haben. Allerdings, sie kommt aus der Schauspieltradition. Also sie ist jemand, der einen gespielten Gag spielt. Anke Engelke ist keine Moderatorin oder keine ursächliche Stand-up-Comedian-Frau. Also nicht eine Moderatorin, die einfach reingeht und jetzt ein Stand-up durchzieht. Das war sie nie. Und das ist natürlich für Late Night ein massives, wichtiges Element. Und ich sage einfach mal, es hätte vielleicht Erfolg haben können, aber man hätte das Konzept von vornherein anders anpassen müssen. Anke Engelke hätte wahrscheinlich eine hervorragende Talkshow moderiert mit dem ein oder anderen Gag-Element. Aber wie gesagt, das ist im Nachhinein müßig. Jeder weiß, dass Anke Engelke eine der besten Comedians ist, die wir in Deutschland haben. Und das ist sie auch heute noch. Und da wird sich auch nichts dran ändern. Das war ein Experiment, es war mutig und es ist leider nicht aufgegangen. Man sollte sich immer wünschen, dass sowas aufgeht, weil wenn was gut im Fernsehen funktioniert, immer besser. Ja? Vor allem, wenn es ein guter Mann war. Du giltst als jemand, der schon sehr offen ausspricht, was wirklich der Fall ist. Und ich erinnere mich sehr gut daran, dass du Ende der 90er Jahre auch mal sehr deutlich darüber gesprochen hast, dass Fernsehen für Leute zwischen 14 und 49 gemacht wird. Damals hat man dir das sehr vorgeworfen. Trotzdem hast du gesagt, so ist es und für diese Zielgruppe machen wir Fernsehen. Würdest du heute, knapp 10 Jahre später, sagen, die Fernsehwelt muss sich das nochmal überlegen, ob das heute noch so stimmt, für diese Zielgruppe Fernsehen zu machen? Also das Ganze war natürlich auch damals, es war so 98, 99 in einem bestimmten Kontext, nämlich das Privatfernsehen wird für die 14- bis 49-Jährigen gemacht. Das war damals so, hat sogar komischerweise auch heute immer noch Gültigkeit. Denn es ist so, auch wenn es niemand nachvollziehen kann, ich auch anderer Meinung grundsätzlich bin, auch damals schon war, aber es ändert ja nichts an der Tatsache, dass es so ist. Ja. Ist so, dass die Werbeindustrie eben nur für Kontakte, die man erzielt, in dieser speziellen Zielgruppe bezahlt. Natürlich auch noch viel spezieller und differenzierter, aber das tut jetzt hier nichts zur Sache. Nichtsdestotrotz ist, dass sie jeden Zuschauer, den sie sozusagen als Fernsehsender über 50 liefern, dass der umsonst an die Werbeindustrie geht. Das ist eine Gesetzmäßigkeit, die hat sich irgendwann mal herausgebildet, die ist widersinnig, zumal wenn man sich heute ansieht, wo salopp gesagt die Kohle sitzt, dann sind es vor allem die 45 plus und eigentlich müsste da schon viel länger ein Umdenkungsprozess stattfinden. Ich verspüre den zum Teil heute auch bei einzelnen Werbespots, dass schon tendenziell in den USA geht dieser Trend auch langsam los, Werbespots für unterschiedliche Zielgruppen gestaltet werden. Also in der Zielgruppenansprache auch das ein oder andere Mal ältere Zielgruppen bereits angesprochen werden. Ich halte das auch für den richtigen Weg. Wenn man sich die Alterspyramide anguckt, wenn man sich auch den Erfolg der Öffentlich-Rechtlichen anguckt, der natürlich vor allem auf dem Erfolg bei älteren Zielgruppen basiert, dann muss hier ein Umdenkungsprozess stattfinden. Nichtsdestotrotz war der Satz damals so richtig wie heute, weil das Privatfernsehen sich eben nur aus Werbung finanziert. Und da die Leute das halt teilweise nicht so differenziert sich angeschaut haben, sondern eigentlich nur dann gesehen haben, der will kein Fernsehen für Leute über 50 machen, wurde da natürlich erstmal der Knüppel rausgeholt. Und dann hattest du natürlich auch noch den Bergdoktor und solche populären Sendungen aus dem Programm rausgenommen. Ich war wirklich der Initiator des Jugendwahns. Das hat zwar Thomas genauso gemacht, aber bei Thomas war es nicht so auffällig, weil Thomas war damals schon ein alter Sack. Ja, und ich war halt noch Junge und war damals 35 oder 38. Und da hat man halt gesagt, mein Gott, der darf sowas eigentlich nicht. Ja? Thomas hat sich noch viel mehr lustig gemacht wie ich, von der Cookie-Dent-Fraktion Thomas und von allen gesprochen. Thomas, muss man vielleicht kurz erklären, ja? war damals der Geschäftsführer von RTL und dein direkter Konkurrent, weil du Sat.1-Chef warst. Genau. Aber wie gesagt, Thomas war ein genialer Fernsehmacher und vor allem, und ist es sicherlich auch heute noch, und hat ein sensationelles Bauchgefühl gehabt. Und er hat es einfach nur damals auch sehr gut verstanden, das Ganze zu verschleiern, ja, sozusagen auch in der Öffentlichkeit viel besser rüberzubringen.
Und wenn du jetzt dir dieses Programm im Fernsehen anguckst, kannst du dich persönlich mit allem, auch was ihr selber produziert, identifizieren? Oder nimmst du dich zurück und sagst, ich mache das Fernsehen ja nicht für mich, sondern ich mache es eben für die Zielgruppe und sage deshalb, ob es mich selber interessiert oder nicht, ist egal, Hauptsache es hat Erfolg. Ja, Fernsehen, das war aber immer so, muss man immer professionell unter der Machart professionelles Machen sehen. Man kann heute nicht sagen, ich mache Fernsehen für mich, das kann man nie sagen. Natürlich war Late Night mein Steckenpferd und letztendlich freut es mich, dass daraus die Harald-Schmidt-Show entstanden ist, aber letztendlich macht man immer professionell Fernsehen für den Fernsehzuschauer. Das ist nie anders. Manchmal gibt es Notwendigkeiten. Ich habe beim ZDF in der Verantwortung auch Volksmusiksendungen verantwortet und ich glaube auch professionell verantwortet, obwohl nun Volksmusik alles andere als meine Musik ist, ja, die ich gerne höre persönlich. Aber ich habe große Achtung davor, wie zum Beispiel Marianne und Michael ihre Sendung moderieren. Das ist hochprofessionell, wie die das machen. Genauso wie Dieter Thomas Heck. Bin ein glühender Dieter Thomas Heck-Fan. Ja? Also es ist, das weiß er auch und es gibt kaum einen Moderator, der professioneller moderiert wie Dieter Thomas Heck. Natürlich ist es nicht unbedingt meine Art von Sendung vielleicht, aber ich würde sagen, heute ist es, es geht da nicht darum, sondern es geht darum, wie gut mache ich das, für was ich stehe. Und da muss ich mir die Zuschauer ansehen, die vor dem Fernseher sitzen und für die mache ich Programm. Du hast schon angesprochen, du hast für das ZDF gearbeitet und da natürlich für Wetten, dass und damit für Thomas Gottschalk, mit dem du auch befreundet bist. Thomas Gottschalk ist nach wie vor im deutschen Fernsehen ein Phänomen, was es wahrscheinlich in der Form danach auch nicht mehr geben wird. Worin siehst du die Hauptqualitäten von Thomas Gottschalk? Warum ist ein einzelner Mensch in Deutschland so vor allen anderen? Also zunächst mal hat es ja gerade bei Figuren wirklich im positiven Sinn wie Thomas Gottschalk oder Günther Jauch zum Beispiel damit zu tun, dass sie in einer Fernsehzeit groß geworden sind, in der man mit einzelnen Sendungen 20 Millionen Zuschauer hatte. Wenn du mit Na Sowas oder Na Siehste am Samstag um 19.30 Uhr beim ZDF 18 Millionen oder 17 oder 16, diesmal in den 80er waren, Zuschauer Millionen hattest, dann haben dich einfach am Samstagabend 18 Millionen Menschen gesehen. Das sorgt für einen so großen Popularitätsunterbau, dass dich einfach so viele Leute kennen, das trägt dich schon mal viele Jahre. Nichtsdestotrotz, Thomas Gottschalk ist der einzige Moderator in Deutschland, der auf einem nicht zu spitzen humorigen Level, auf einer relativ breiten, familientauglichen Humorebene auch so etwas wie einen internationalen Flair verkörpert. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass er unbedingt in Hollywood lebt, aber wenn er mit Mel Gibson auf der Wetten, dass Couch sitzt, dann glaubt man, dass er auch damit mit Mel Gibson danach zum Essen geht. Bei Wolfgang Lippert hat man es nie geglaubt. Ja? Und bei manch anderem Moderator würde man es auch nicht glauben, weil Thomas einfach vom Optischen her, von seiner ganzen Art her, von der Offenheit her, eine Internationalität und auch ein gewisses, ja, selbst eben Star-Sein verkörpert, dass man sagt so, ja, nach der Sendung geht eben der Star mit dem Star auch noch ein Trinken. Das ist sicherlich ein Geheimnis des Erfolges von Thomas, dass er fernab von seiner gottgegebenen natürlichen Schlagfertigkeit natürlich auch einfach das Talent hat, mit internationalen und nationalen Gästen sozusagen unter seinesgleichen zu reden. Ist er eigentlich beratungsresistent oder hört er zu und geht noch auf Dinge ein oder sagt er, ich habe jetzt eigentlich mein Format gefunden, ich ruhe in mir selber, ich weiß, was ich kann. Also von außen brauche ich eigentlich wenig Tipps. Ich habe eigentlich immer festgestellt, dass es gibt bei großen Stars nicht so etwas wie Beratungsresistenz. Es gibt nur Leute, die sich nicht trauen, ja, diesen Stars etwas zu sagen. Ja, beziehungsweise Leute, die so viel Quatsch dem jeweiligen Moderator oder Star erzählen, dass sie es gar nicht ernst nehmen können. Weil die Moderatoren sind natürlich nicht umsonst Stars, sondern sie haben lange Jahre sehr hart sich ihren Erfolg erarbeitet. Und da muss schon was kommen, was Hand und Fuß hat,
damit er es dann auch ernst nehmen kann. Und es ist nun viele, viele Jahre, knapp 10 Jahre her, dass ich die letzte Wetten, dass-Sendung produziert habe. Aber ich habe mit Thomas über 3 Jahre hinweg viele, viele Monate im Jahr verbracht. Und Thomas hat sich immer jedes Argument, was sinnvoll ist, Harald übrigens genauso. Man redet sehr intensiv über die Inhalte. Da ist er für alles offen. Es gibt das nicht. Es gibt einfach nur, macht etwas Sinn oder nicht. Das sind alle Leute auf einem hohen professionellen Level reagieren so. Als du damals bei Sat.1 angefangen hast, weil wir jetzt gerade von Stars reden, da bist du eingezogen mit Gottschalk, mit Harald Schmidt, mit Pflaume und Egner. Genau. Und dann gab es noch einen, den wolltest du rüberholen. Mhm. Der kam dann aber nicht, das war Günther Jauch als Nachrichten-Anchorman. Genau, das war meine Idee. Jetzt als Rückblick wäre meine Frage, glaubst du, dass Günther Jauch damals für sich richtig entschieden hat, bei RTL zu bleiben? Ach, natürlich hat er für sich richtig entschieden, weil man sieht ja, welchen Erfolg er heute hat. Und es gibt, Günther, obwohl wir damals eigentlich alle Lust hatten, das gemeinsam zu machen, ist Günther sicherlich der, der von allen am wenigsten risikobereit ist und am meisten überlegt und sich dann am genauesten überlegt, welche Entscheidung er trifft. Natürlich hat er dann für sich alles richtig gemacht. Sein großer Erfolg heute gibt ihm da natürlich recht. Nichtsdestotrotz, ich glaube, dass Günther, wenn er damals in die Hauptnachrichtensendung, er war damals ja schon ungeheuer populär, wenn er 95 als Nachrichtenanker in die Sat.1-Sendung eingezogen wäre, wäre er heute sicherlich ein Nachrichtenstar. Also da bin ich mir 100%ig sicher. Ich glaube auch, für mich mein Traum, also egal bei welchem Sender, bitte, ich bin ja nicht mehr dafür verantwortlich und will es auch gar nicht mehr sein, aber wenn Günther ja auch heute so etwas wie das heute schon moderieren würde, hätte das wahrscheinlich 7 Millionen oder 8 Millionen Zuschauer. Ich glaube, dass einfach Günther Jauch oder die Tagesthemen noch besser, weil ich glaube einfach, dass Günther Jauch eine Art hat, komplexe Zusammenhänge dem Zuschauer zu vermitteln, wie es kaum jemand anderes als Talent mit sich bringt. Oder zumindest glaubt der Zuschauer, dass es der Günther ihm am besten erzählt. Ja. Ja, das ist ja ein Phänomen, dass seine Quiz-Sendung über so viele Jahre auch so erfolgreich ist. Ist auch einmalig in der Welt. Es gibt ja viele Länder, in denen Who Wants to be a Millionaire ausgestrahlt wird als Format. Übrigens exakt identisch mit dem deutschen. Da gibt es ja ein richtiges Regelwerk dazu. Und in keinem anderen Land ist diese Sendung weltweit über so lange Zeit so erfolgreich wie in Deutschland, was eindeutig an Günther liegt. Was glaubst du denn, wo die Fernsehwelt jetzt im Moment hindriftet? Also wir haben ja jetzt diese vielen, vielen kleinen Fernsehsender, die Spartensender. Glaubst du, also mich würde interessieren, wo glaubst du, ist die Fernsehwelt in 5 Jahren? Ja, das ist natürlich Kaffeesatzleserei, weil man diese Entwicklungen nie genau vorhersagen kann. Fakt ist, und da war ich immer davon überzeugt, dass die großen Dickschiffe, also ARD, ZDF, Sat.1, RTL, dass die immer noch in 10 Jahren genauso populär sein werden, wie sie es heute sind. Auch die Fernsehsender jetzt der zweiten Generation. Wer sich mal so 10% Marktanteil erkämpft hat, da wird das auch, wird vielleicht ein bisschen runtergehen, aber das werden die großen Marken im Fernsehen bleiben. Denn es gibt einfach sowas wie das größte gemeinsame Vielfache. Man weiß, man schaltet die ARD ein, das ZDF ein, RTL ein, Sat.1 ein und kriegt da, was man will. Und das kriege ich zu jeder Uhrzeit, das weiß ich auch ungefähr. Und das ist eine Gewohnheit beim Fernsehzuschauer, die wird auch nicht nachlassen. Und dann wird natürlich darüber hinaus, wird es wahrscheinlich eine wesentlich größere Vielzahl an kleinen Spartenkanälen geben, die dann abhängig von der Finanzierungsform, die dafür gefunden werden muss, erfolgreicher ist oder nicht erfolgreicher. Im Free-TV wird sowas nicht mehr funktionieren, der Markt ist einfach dicht, sodass man da sehr gespannt sein kann, welche tatsächliche Vielfalt sich durchsetzen wird. An hunderte von Kanälen, wie es immer so prognostiziert wird im digitalen Bereich, glaube ich nicht, aber ich kann mir schon vorstellen, dass zwischen 50 und 100 Kanälen in Deutschland eine realistische Größe ist, immer vorausgesetzt, die Kabelgesellschaften finden dann für die Betreiber dieser Kanäle auch überlebensfähige Geschäftsmodelle. Nun weiß ich auch, dass du ein großer Musikfan bist, eine riesige Library wohl zu Hause hast. Darüber würde ich mich gerne mit dir in deinem Büro unterhalten. Okay. Hm.
Fred, du bist ja jetzt fast ein Vierteljahrhundert im Showbusiness tätig sozusagen. Hast du manchmal das Gefühl, es reicht, es ist zu viel von diesem Glamour und von dieser Kunstwelt und du möchtest dir eigentlich hin und wieder auch mal entfliehen? Nee, weil ich sag mal, jeder Mensch macht ja meistens und hoffentlich das, was ihm Spaß macht. Und ich denke, man kann auch nur einen guten Job machen, solange einem Spaß macht. Und natürlich zwingen einem manchmal auch Dinge dazu, es einfach machen zu müssen. Nichtsdestotrotz, also ich glaube, dass ich für mich die Freiheit hätte, einfach zu sagen, jetzt höre ich auf. Natürlich hat man manchmal so Abende, wo man denkt, jetzt reicht's eigentlich. Aber ich glaube, das hat man in jedem Job. Ich muss sagen, dadurch, dass ich über die vielen Jahre zwar dem Mediengeschäft komplett treu geblieben bin, aber dann doch sehr unterschiedliche Sachen gemacht habe, Radio angefangen, Fernsehproduktion, dann Fernsehgeschäftsführung, jetzt Filmbereich mit Fernsehen kombiniert, waren immer neue Aspekte. Und das Einzige, was mir eigentlich sozusagen noch fehlt in dem Medienbereich, ist die reine Musik. Aber ansonsten, dadurch, dass es auch sehr abwechslungsreich ist und gerade hier bei der Konstantin wir sehr, sehr viele unterschiedliche Geschäftsbereiche haben, DVD-Geschäft, Handelsbereich, Kinogeschäft, TV-Bereich, ist das natürlich eine sehr abwechslungsreiche Tätigkeit. Thema Musik scheint dir so sehr am Herzen zu liegen, dass du da jetzt hier auch eine Branch aufgemacht hast für eure Firma, um das auch irgendwie damit zu integrieren. Was schwebt dir denn davor? Ja, das Wichtigste ist, denke ich, dass man hier kein Hobby betreibt, sondern dass es natürlich schon geschäftlich Sinn machen muss. Und ich glaube, dass es Geschäftssinn machen kann. Geschäft im Medienbereich oder überhaupt in unserem Geschäft hat für mich immer nur mit Leuten zu tun. Wir sind in einem People's Business. Und das Ganze ist immer dann erfolgreich, wenn man die richtigen Leute hat, kreativ richtig, mit den richtigen Verbindungen. Und bei uns hat sich eben die Möglichkeit aufgetan, dass wir uns an einem Label beteiligen, das sehr, sehr gute Köpfe hat, nämlich den Udo Lange vor allem, der lange Jahre Virgin und EMI-CEO war und den ich sehr lange Jahre kenne und sehr schätze. Und Sascha Basler, der bei Universal war. Und ich glaube, dass die sehr, sehr gut mit uns ein Geschäft aufbauen können. Zudem macht die Konstantin schon viel Musik. Wir haben unsere Filme, wir haben unsere Soundtracks, wir haben TV-Sendungen mit Musik, wir produzieren unter anderem die Hitgiganten. Wir haben einen Musikverlag, in dem seit 20 Jahren die Filmmusiken verlegt werden. Also es ist für uns kein neuer Bereich, es ist eher die Zusammenführung dieser Aktivitäten in einem Mantel sozusagen mit der Ausweitung der Beteiligung bei einem Plattenlabel. Mhm. Nochmal zurück auf diese Publicity, der man ja laufend auch ausgesetzt ist. Also wenn du irgendwo hingehst, dann kann es dir durchaus passieren, dass die Presse das beobachtet und dass du dich wiederfindest in irgendeinem Boulevardblatt. Ist das eine Sache, wo du sagst, gut, das ist Teil für den Preis, den ich da bezahlt bekomme? Oder sagst du, möglichst eher wenig? Ja, man muss es natürlich auch ganz selbstkritisch und auch offen selbst so sehen. Also es gab auch Zeiten, da hat mir das Spaß gemacht und da hat man das sogar gesucht. Also gerade als ich jünger war, war das auch Bestandteil natürlich des Geschäfts, bei Bernd Eichinger genauso. Wer in dem Geschäft ist, muss auch trommeln und das hat personenbezogen in vielerlei Bereichen natürlich dann auch seine Fundierung. Das heißt, Konstantin war Bernd Eichinger. Sat.1 oder eine Produktion war in einem gewissen Zeitraum dann eben meine Person oder der es dann halt gerade macht. Das gehört zu dem Geschäft. Das ist ein personenbezogenes Geschäft. Und manchmal muss man es dann eben auch suchen. Heute bin ich da eher etwas zurückhaltender geworden. Das hat sicherlich auch mit Lebensalter zu tun oder weil man es eben auch schon gehabt hat. Und wenn es dann eine Begleiterscheinung ist, dann nimmt man es eben mit und das gehört, wie gesagt, bei unserem Geschäft, aber ich suche es nicht mehr. Du standst immer dafür und stehst heute noch dafür, dass du wunderhübsche Frauen an deiner Seite hast. Das ist ja sicherlich auch eine Sache, die diesem Effekt gedient hat. Ja, das ist, also ich sag mal so, die habe ich mir nicht deswegen ausgesucht, sondern es gab eben Zeiten oder bestimmte Zeiten, in denen ich Lebensgefährtinnen hatte und die haben eben nicht schlecht ausgesehen. Und dann ist man eben zusammen weg und dann bringt es natürlich das mit sich, dass dann auch vielleicht mal ein Foto entsteht. Also insofern ist das nicht eine bewusste Wahl, sondern ich habe in meinem Leben in den letzten Jahren eben 5 Beziehungen gehabt und die sind eben durch diese Tätigkeiten, die ich hatte, durch die Medien gegangen. Es gibt sicherlich Leute, die haben in 25 Jahren mehr Beziehungen. Ja. Hast du das Gefühl, dass das die Frauen
dass es irgendwie einen Effekt auf die Frauen hat, wenn sie dich kennenlernen? Das weiß ich nicht. Das kann ich schwer beurteilen. Also ich kann nur sagen, Barbara Becker war erst Frau Becker, nachdem wir zusammen waren. Also das ist da warst du auch noch nicht so bekannt, wie du es heute bist. Ja, aber ich glaube, dass das eine gar nichts mit dem anderen zu tun hat. Und das Privatleben, das klammert man da ja auch aus. Also mit Ausnahme, es ist nun wirklich jemand Schauspielerin, was bei mir einmal der Fall war oder zweimal, dann hat das natürlich eine gewisse Öffentlichkeitswirkung. Aber ansonsten hat das eine eigentlich gar nichts mit dem anderen zu tun. Wo du jetzt Barbara Becker gesagt hast, das bringt mich auf den Gedanken Miami, wo du ja auch sehr gerne und sehr häufig bist. Warum ziehst du dich dahin zurück? Warum Amerika? Warum Miami? Also ich tue das ehrlich gesagt jetzt seit ungefähr einem Jahr nicht mehr. Ich habe, denke ich, die Zeit auch gehabt. Das hat mir großen Spaß gemacht. Für mich war das viele Jahre lang wirklich so eine Art Refugium. Ich habe es allerdings auch wenig genützt, muss man sagen. Ich habe da immer dann doch zu viel gearbeitet. Letztendlich war ich 2 Wochen im Jahr mit mehreren Kurztrips dann drüben. Ich habe es deshalb geschätzt, weil ich da wirklich einfach weg war. Manche gehen auf eine einsame Insel. Ich mochte und mag und finde Miami immer noch sehr schön, weil man eben das karibische Flair hat und auf der anderen Seite doch eine Art von Großstadt. Ich stehe auf Musik, ich kann da den Radiosender andrehen und finde immer die Musik, die ich eben gerne höre. Und insofern hat mich das entspannt und das war der einzige Grund. Es hätte genauso gut irgendeine andere Stadt der Welt sein können. Aber man sitzt eben 8 Stunden im Flugzeug, man ist dann auch weg und man kann da ganz entspannt sein. Das war eigentlich der Hauptgrund. Wo du jetzt selber Hörfunk angesprochen hast, nochmal zurück zu deinen grundsätzlichen Anfängen. Da hast du ja beim Radio, da hast du als Discjockey sogar gearbeitet. Ist das eine Sache, die dich heute noch reizt oder wo du sagst, also das ist eine Sache, die war schön und heute aber nicht mehr? Ach, ich habe 10 Jahre oder 12 Jahre oder 15 Jahre fast meines Lebens in Diskotheken gestanden. Das hat mir ausgereicht und das reicht mir für mein ganzes Leben. Aus dieser Zeit ist, ich habe 9 Jahre im Radiostudio verbracht oder 10 Jahre. Auch das mit dieser Phase hatte ich dann abgeschlossen irgendwann mal. Wobei ich sagen muss, dass Radio für mich immer noch ein extrem spannendes Medium ist. Ich stehe total auf Radio. Im Radio hat sich leider eigentlich die letzten Jahre nicht mehr viel verändert, aber ich finde es immer noch spannend, in München zu sein und Lokalradio zu hören oder überhaupt Radio zu hören und finde es eines der spannendsten Medien überhaupt. Geblieben ist die Liebe zur Musik, die ich bis heute natürlich ganz hoch halte. Jetzt haben wir leider nicht über deinen Hund Shakira sprechen können. Ja, er läuft ja hier die ganze Zeit schon rum. Ich danke dir sehr herzlich für das Gespräch und wünsche dir auch aus eigenem Interesse einen ungeheuren Erfolg mit dem Parfum, weil ich dieses Buch liebe und mir wünsche, dass ihr das super übertragen könnt. Gut, dann haben wir jedenfalls einen zahlenden Zuschauer. Den habt ihr garantiert. Okay, danke. Tschüss. Dankeschön.